Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Fraßtanz aktuell. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Das Sonnenheim wurde neulich wieder zum großen Spielplatz, denn das Spielmobil der Bibliothek war zu Gast. Viele tolle Spielestationen standen für die Kinder bereit. Mehr dazu erfahren Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von der Bikesy. Herzlich willkommen beim Drei-Schwestern-TV. Ich stehe hier am Fußballplatz in Sonnenheim, wo gleich das Spielmobil von der Bibliothek Fraßtanz beginnt. Was die Kinder dabei erwartet, das erfahren wir jetzt gleich. Bei mir steht jetzt hier die Sibylle Scherer, Bibliotheksleitung. Sibylle, was gibt's denn da heute für tolle Spiele? Ja, wir haben heute dabei das Schwungtuch, Büchsenwurfspiel, Wurfnetz und ganz vieles mehr. Ja, da sind die Kinder sicher erfreut und die können natürlich da auch toll gemeinsam was erleben, oder? Ja, es ist sicher gut, weil wir haben sehr viel für Bewegung dabei, was ganz wichtig ist für Kind. Und ja, wir machen das so im Rahmen vom Weltspieletag. Aha, ja, genau, der ist jetzt ja auch umbenannt. Und dann wünschen wir euch natürlich, dass das Wetter hebt und die Kinder und ihr alle erfreut haben. Ja, momentan schaut es noch nicht so gut aus, aber wir hoffen, es hebt, dass wir wenigstens die 1,5 Stunden durchmachen können. Waren Sie heuer schon in einem der beiden Fraßtanzer Freibäder? Nutzen Sie doch einmal den Bus, um nachhaltig ins kühle Nass zu gelangen. Eine Vielzahl an Linien machen es einfach und bequem, dorthin zu gelangen. So halten die Linien 407 und 408 direkt vor dem Schwimmbad Felsenau und zum Naturbad Untriau gelangen Sie am besten mit der Linie 485. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Sie wollen Fußball schauen und gemeinsam mit anderen Fans mitfiebern? Der Wirt in der Unteren Au lädt zum Public Viewing ein. So auch zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft am Freitag, dem 14. Juni um 21 Uhr. Freuen Sie sich auf Deutschland gegen Schottland vor der Kulisse des Naturbades. Schweren Herzens musste der Plätzle-Club Gampelün das Fußballturnier an Fronleichnam wegen schlechtem Wetter verschieben. Der neue Termin steht aber schon fest. Es ist Samstag, der 15. Juni. Ab 10 Uhr findet ein Kinderwettkampf statt. Das legendäre Turnier startet um 14 Uhr und ab 19 Uhr sorgt wieder gut und günstig für Stimmung. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Fraßtanz aktuell. Die Entstehung der Straßennamen in Fraßtanz ist eine spannende Sache. Gemeindearchivar Thomas Welte ging der Entstehung der teils skurrilen Namen auf den Grund
und veröffentlichte dazu ein aufschlussreiches Buch. Wir zeigen Ihnen nochmals einen Rückblick auf die damalige Präsentation. Thomas Welte, wir sind heute in der Vorarlberger Museumswelt, weil ein neues Buch präsentiert wird, wo die Marktgemeinde Frastanz auflädt und du rausgebracht hast. Um was für ein Buch handelt es sich da? Ja, es geht dabei um die Straßennamen von Frastanz. Vor allem geht es eigentlich darum, denn nachher die Erklärung, was ist da der Hintergrund dieser Straßennehmer, wie ist es dazu gekommen überhaupt, dass Frastanz Straßennehmer hat, seit wann gibt es Straßennehmer zu Frastanz? Und das ist eine relativ interessante Geschichte gewesen, weil nämlich die in Etappen eigentlich eingeführt worden sind. Zuerst einmal im Dorf, das ist noch in der Zwischenkriegszeit gewesen, knapp vor dem Ende der Ersten Republik, das heißt also knapp vor dem Anschluss 1938. Und dann erst viel später, in den 70er Jahren, sind dann Parzellen dazugekommen, dass man dort noch gesehen hat, es sind einfach zu viele Häuser, man kennt sie nur aus. Es langt nicht, wenn man nur die Häuser nummeriert, sondern man muss jetzt da überhaupt einmal Straßennehmer erfinden dazu. Jetzt ist es so, ich habe das Buch schon ein bisschen durchblättern dürfen. Es ist eine gelungene Kombination aus Text. Es sind aber auch alte Fotos drinnen, oder? Ja, es ist auf der einen Seite der Text, was ich jetzt gerade gesehen habe, was da erklärt wird. Auf der anderen Seite sind alte Fotos drinnen. Es ist überhaupt ist das Ganze geordnet nach Parzella. Das heißt also, wenn ich hier einen Straßennamen suche, dann muss ich halt zuerst einmal Parzella haben. Dann kann ich dort alphabetisch vorgehen. Und immer im Vorspann, dort haben wir ganz interessant, zuerst einmal ein modernes Foto, ein Foto, ganz moderne Drohnenaufnahme, eine Luftaufnahme von der Parzella und dann nachher kann ein paar alte Fotos, die so einen Bezug zu der Straße haben, aber auch ganz allgemeiner Natur sind eigentlich. Heute gibt es die offizielle Buchpräsentation da in der Museumswelt. Das Buch wird aber nachher für jeden Mann, für jede Frau erhältlich sein. Wo kriege ich das Buch und was soll es kosten? Ja, zuerst einmal gleich zum Preis. Es ist immer das Wichtigste. Es ist billig, kann man sagen. Also es ist wirklich, wer sich da ein bisschen interessiert dafür, kann um 20 Euro das Buch erwerben. Und kriegen tut man es, wie so oft, die Bücher, was gemeint rausgeht, die kann in der Bürgerservice-Stelle kann man die dann nachher kaufen, das Buch. Genauso wie man sonst den Kalender und die anderen Bücher auch von der Gemeinde nachher kriegt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass ich euch da heute in der Museumswelt begrüßen darf zur Präsentation von unserem neuesten Druckwerk von Straßennamen und deren historischer Bedeutung. Wer in Frastanz wohnt oder wer aus Frastanz stammt, ist sicher mit den Straßennamen vertraut, vielleicht ohne oder nur teilweise deren Bedeutung zu kennen oder gar deren Bedeutung bewusst zu sein. Ich darf an dieser Stelle ein besonderer Dank an Thomas Welte und Martin Caldonazzi, den ich für heute leider entschuldigen muss, aussprechen. Mit sehr viel Fachwissen, mit noch mehr persönlichem Engagement wurde hier ein sehr interessantes Werk geschaffen, welches ergänzt mit vielen interessanten Ansichten und Karten tolle Einblicke in unsere Marktgemeinde gibt. Thank you.
So, ich darf Sie alle auch recht von meiner Seite recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass so viele Leute heute gekommen sind, die doch etwas über die Fraßstanzer Straßennamen wissen wollen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir heute dieses Buch haben? Und eigentlich, das hat der Herr Bürgermeister nicht gesagt, der Vater dieses Buches ist der Herr Bürgermeister. Er hat mich nämlich einmal ins Büro hineingebeten und hat gesagt, ich habe da einen Film gesehen von einem, der hat über Graz Straßennamen geschrieben. Das Buch ist jetzt schon in der dritten oder vierten Auflage. Wir kaufen jetzt einmal das Buch und dann kannst du schauen, ob du da so etwas Ähnliches machen kannst dann. Also das war eigentlich so der Anfang des Ganzen. Man muss halt sagen, Graz ist ein bisschen anders wie Fraßstanz, ein bisschen größer. Graz hat nämlich insgesamt 1600 Straßennamen und Fraßstanz hat insgesamt 104. Dementsprechend ist es ein bisschen dünner geworden, aber hoffentlich genauso interessant. Wie ist es dann schlussendlich da mit diesen Straßennamen in Fraßstanz losgegangen? Wir müssen da ins Jahr 1937 zurückgehen. Da hat nämlich der Gemeindetag in Fraßstanz, so hieß damals die Gemeindevertretung, am 8.9.1937, da hat die Gemeindevertretung dann eben beschlossen, einstimmig, dass es im Dorf Straßennamen geben soll. Ich zitiere da aus dem Protokoll, was da gestanden ist. Die Straßen, Wege und vier Plätze im Dorf, an denen sich Wohngebäude befinden, werden mit Namen bezeichnet. Für diese Bezeichnungen sollen teils die für die betreffenden Straßen und Wege bisher schon gebrauchten Namen beibehalten, teils passende Flurnamen und ferner auch Namen heimatlich geschichtlich hervorragender Männer gewählt werden. Wie schnell damals übrigens gearbeitet wurde, zeigt das Protokoll der Oktobersitzung, denn am 12.10.1937, das ist also genau ein Monat später, da wurden schon die 48 neuen Straßennamen der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese Straßenbenennungen hat es damals allerdings nur für das Dorf gegeben, das heißt nur für Hofen und Einlis. In den Parzellen hingegen hat es weiterhin die Hausnummern gegeben und zwar noch relativ lange, nämlich bis in die 70er Jahre dann hinein. Heute gibt es in Fraßstanz 104 Straßen und dementsprechend sind alle hier im Buch vertreten, schön alphabetisch, aber auch nach Parzellen geordnet. Also man findet dort die eigene Straße dann relativ einfach. Wenn wir diese Straßennamen, die man da hier dann geschaffen hat, ein bisschen versucht zu gliedern, dann findet man eigentlich so ein paar thematische Gruppen. Es ist nicht immer einfach, das so zusammenzufassen. Allerdings kann man sagen, dass etwa die Hälfte der Straßennamen auf Flurnamen zurückgehen. Und das ist dann quer durch, ob keltisch, rätoromanisch oder auch deutsch. Ein Fünftel der Straßennamen hat so geschichtlichen oder religiösen Hintergrund. 15 Namen haben einen wirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Bezug und dann diese kleine Zahl von 6 Namen beziehen sich auf Personen, wie ich schon gesagt habe, eben bedeutende Männer. Natürlich gäbe es noch alles Mögliche zu erzählen. Wenn Sie also genauer wissen möchten auch, worum es sich bei der Bildgasse handelt, was für ein Bild das ist eigentlich, ob in der Singergasse bessere Sänger sind als irgendwo anders, warum das Blödle nicht mit der mangelnden Geistesleistung zu tun hat oder welche Gemeinsamkeit dann der Namen Bardella und Bradavos haben, dann würde ich Ihnen anraten, kaufen Sie das Buch. Es sind auch schöne alte Ansichten drinnen zu jedem Ortsteil, zum Teil bekannt vom Kalender, zum Teil auch aus anderen Quellen, zum Teil auch einfach aus dem Archiv stammend und was auch interessant ist, das sind moderne, neue Ansichten aus ungewohnter Perspektive. Jeder Ortsteil ist auch in Farbe vertreten mit Drohnenaufnahmen und die sind also auf dem neuesten Stand. Also das ist auch etwas, was vielleicht ganz interessant ist. Ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
Das Klettersteiggehen ist in jüngster Zeit in Mode gekommen, erfordert aber immer eine gute Vorbereitung. Wir zeigen Ihnen nun den eindrucksvollen Beitrag vom Klettersteig aus der Örflerschlucht, den Matthias Nesensohn beging.
damit Berggipfel wie die drei Schwestern oder auch die Hohen Köpfe sicher erklommen werden können, bedarf es jedes Jahr einer Überprüfung und Sanierung der teils stark ausgesetzten Wege. Vor einigen Jahren haben wir den Alpenverein dabei begleitet. Film ab! Herzlich willkommen beim Drei-Schwestern-TV. Heute sind wir mit dem Alpenverein Feldkirch und mit der Bergrettung auf Drei Schwestern und haben einmal die Weginstandhaltung begleitet. Und neben mir sitzt Harald Hugel, der das Ganze organisiert hat und der die Wegrettung die Weginstandhaltung seit einigen Jahren leitet. Und er wird uns einmal etwas näher dazu erzählen, was heute alles gemacht worden ist. Ja, grüß euch miteinander. Wir haben heute Morgen am 7. uns getroffen in Frastanz bei der Volksschule Fellingatter. Danach sind wir dankenswerterweise mit dem Einsatzfahrzeug für die Bergrettung Feldkirch Frastanz, also unserer Bergrettung, hochgefahren zum Hinterelpele. Und haben da, ich sage jetzt, die ganze Gerätschaft an unsere Kameraden verteilt. Dabei gewesen sind sämtliche Leute wie an Gregor, an Niklas, an Jonas, an Thomas. Und wenn die vielleicht einmal kurz ins Bild rücken, weil ohne die Leute wäre das Ganze gerne gegangen. Wir haben angefangen, gleich nach der Werkzeugausgabe Richtung Dreischulstrophe sind zwei Tannen im Werk gestanden und die haben wir aus dem Werk geräumt, also abgastet das ganze Zeug und auch gleich die Prügel gemetert. Dann sind wir weiter aufgestiegen, einen Latschenhang rauf, also man sieht ihn da hinten oben. Und dort haben wir gleich einmal ein bisschen Trittholz zusammengesägt, dass wir jetzt für einen Steig ein paar Tritt ausgehauen haben. Weiters haben wir nachher noch Verankerungspunkte gesetzt für die Drahtseilverankerung, für die Geländerseile am Dreischwesternsteig. Die haben wir eingebohrt und mit einem Kleber eingeklebt, sodass das Ganze wieder in einem super Zustand ist. Ja. Thank you.
ist einmal so das Grobe. Ja, und hiermit möchte ich mich gleich einmal zuallererst bei der ganzen Mannschaft, die heute mitgegangen ist, bedanken. Weil ohne die geht es gerne nicht. Wir haben Baumaschinen zum Aufträgen, wir haben Kleber zum Aufträgen, wir haben Motorsäge zum Mitnehmen, wir haben Zerbi zum Mitnehmen, wir haben Beil zum Mitnehmen, Wegmacher hauen und Kleinteile. Also jeder hat da so einen Rucksack mit ungefähr 20 Kilo dabei gehabt. Und es ist nicht ein normaler Wandertag, wenn man sie so auf Dreschulstrophe kennt. Aber der Weg sollte jetzt wieder in Schuss sein, sodass man gefahrlos ist jetzt wieder auf Dreschulstrophe gehen kann. Das Grobe. Schön, ja, das kann man das Wahrzeichen von Fraßstanz hier wieder besichtigen. Und ja, nebenan sind die fleißigen Mithelfer. Ja, hallo. Hallo, ja, mein Gregor, wohne in Feldkirch. Bin jetzt zum zweiten Mal bei der Wegenstandsetzung dabei und ich würde sagen, war wieder super organisiert vom Harald. Top Verpflegung, gutes Material, gutes Werkzeug. Und eine sehr gute Gruppe, klein, aber schlagkräftig. Mit den Leuten kann man öfters sowas machen. Ich bin der Niklas, ich wohne auch in Feldkirch und mir hat super Spaß gemacht heute. Es war richtig gut und immer wenn ich jetzt hier hochgehe, weiß ich, wo wir selber Hand angelegt haben, dass es jetzt wieder ordentlich aussieht. Ich bin der Jonas und wohne in Fellengatter und ich bin da auch schon oft mitgegangen und es gefällt mir ziemlich gut, weil dann weiß man da so, dass so weniger Umfeld passieren, weil der Weg auch gescheit ist. Ich bin der Thomas, bin auch auf Fellengatter. Ich gehe auch schon ein paar Jahre mit dem Harald mit. Wir machen den Drei-Schwestern-Steig und meistens den auch nach der Hohen Köpfe. Früher haben wir jetzt den Drei-Schwestern-Steig gemacht und ist ja immer in Glimmergaudi und früher haben wir wieder super Wetter gehabt und war ein toller Tag wieder. Für heute sind wir wieder am Ende von Fraßstanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald.